Ärzte nach der Trennung von Helene Fischer. Neue Botschaft des Ex. Das war souverän. 3 Monate nach der Trennung von Helene Fischer. Gelingt Florian Silbereisen in der ARD Einschlagerauftritt mit Humor? Gäbe es einen Masterplan für den öffentlichen Umgang mit einer Trennung? Er sähe genau so aus, zeigte sich Sänger Florian Silbereisen 37 bei den Schlager-Champions. Im Januar noch unsicher und schien tief verletzt vom Liebesaus. Mit seiner langjährigen Partnerin Helene Fischer 34 erlebte ihn das Publikum nun als Mann von Welt. Bei Alle singen Kaiser, das große Schlagerfest, gelingt ihm als Gastgeber sogar das Kunststück. Seine persönlichen Gefühle im Duett auf die Bühne zu bringen. Apropos Bühne, im Video oben seht ihr, was Helenes neuer Freund Thomas tat. Als sie mit Ex-Flori bei den Schlager-Champions auf der Bühne stand und weinte. Und wer küsst mich? Umringt von hunderten roten Rosen sang Florian gemeinsam mit Michelle 46 den Roland Kaiser Song Und wer küsst mich? Die Zuschauer im Saal sangen und klatschten begeistert mit. Und kaum einer dürfte im Kopf nicht die Parallelen zu Helene Fischer hergestellt haben. Anders als ihr Ex Florian, der über seine große Liebe nur positiv redet, hat sie mit Tänzer Thomas Seidel 33 ja schon einen neuen Partner gefunden. Ein Duett, wie aus dem Leben gegriffen. Dass die Songauswahl alles andere als ein Zufall war? Machten Michelle und Florian dann auch noch einmal scherzend auf der Bühne deutlich. Ein Song, der zu uns passt, stellte Florian laut Bild die schmunzelnd fest und Michelle stimmte ein. Ja, der passt gerade wie die Faust aufs Auge zu meinem Leben, mich küsst nämlich keiner. Zum Hintergrund, auch bei ihr liegt die Trennung erst wenige Monate zurück. Allerdings waren Michelle und Feuerherz-Sänger Carsten Walter 25 nur ein Vierteljahr zusammen, Helene und Florian dagegen ein ganzes Jahrzehnt. Ohne Helene Fischer, Schlagerstars ehren Roland Kaiser. Bei der Abendsamstag-Gabenzow Alle singen Kaiser, das große Schlagerfest hatten zahlreiche nationale und internationale Stars zu Ehren von Roland Kaiser 66 auf der Bühne gestanden und seine Lieder interpretiert.
Zu den Stars des Abends zählten unter anderem David Garrett 38, Bonnie Tyler 67, Andrea Berg 53, Bernhard Brink 66 und Ben Zucker 35. Helene Fischer war an diesem Abend nicht mit dabei. Zweite Florian Silbereisen: Wir haben wirklich sehr schöne Jahre miteinander erlebt. Die Kritik für sein Traumschiff-Engagement lässt Florian Silbereisen an sich abprallen. Er blickt voraus und ist stets positiv, beruflich und privat. Egal, ob jemand über sein vermeintlich fehlendes Schauspieltalent lästert oder ob er auf die Trennung von Helene Fischer angesprochen wird, er begegnet allem mit einem Lächeln. Er ist ein Entertainer, wie er im Buche steht. Florian Silbereisen 37 kann singen, moderieren und schauspielern. Wobei letzteres Talent heftig umstritten war. Seit wenigen Wochen weiß man, Florian wird der neue Kapitän bei das Traumschiff. Viele Kollegen sprachen sich gegen die Neubesetzung aus, doch Silbereisen nimmt das gelassen. Ich bin es ja schon gewohnt, ohne Vorschuss lobbyieren an den Start zu gehen. Vor meiner ersten Samstagabendshow war es genauso. Einige Kollegen haben laut gezweifelt und Auftritte abgesagt. Aber das hat sich erfreulicherweise schnell geändert, so der Tausendsasa im Gespräch mit Superilo. Als Florian Barner war, Silbereisen bereits 2017 auf dem Kreuzfahrtschiff zu sehen, jetzt kehrt er als Kapitän zurück. Viele Kollegen lästerten daraufhin über ihn, schließlich sei er kein gelernter Schauspieler. Sogar das Wort Verschlimmbessern fiel im Zusammenhang mit der Neubesetzung. Die ehemalige Chefstiva des Heidekeller 77 zeigte sich enttäuscht. Die Musik ist seine Leidenschaft. Obwohl für ihn jetzt Dreharbeiten auf dem Plan stehen, vergisst er seine Wurzeln nicht. Denn seine Schlagerboyband Club 3 gehört mittlerweile zu den beliebtesten Partymachern der Szene. Kommt der Erfolg vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt? Der Musiker ist seit wenigen Monaten Single und kann die Ablenkung gut gebrauchen. Oder hat er die gar nicht nötig? Mit Helene Fischer 34 ist er im Guten auseinandergegangen. Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht positiv miteinander umzugehen. Wir haben wirklich schöne Jahre miteinander erlebt, an die wir beide uns sehr gerne erinnern, erzählt er offen.
Vermutlich ist das auch der Grund, weshalb Florian so gut ankommt. Er ist ein Stehaufmännchen, lässt sich nicht unterkriegen und beweist uns jeden Tag aufs Neue, dass man mit einem positiven Gemüt auch positive Resonanz erhält.